Mann, ja, wir haben schon wieder ziemlich spät, ist mir gerade aufgefallen, aber ein bisschen Fallout geht für heute noch. Ja, wir sind wieder zurück hier. Fort Strong ist angesagt. Und ja, schauen wir mal, was wir hier noch entdecken können. Ich hoffe, uns bleiben weitere Gegnermassen erspart. Aber ich glaube nicht wirklich daran. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Irgendwie geht's nirgendwo weiter. Hier ist noch ein bisschen Munition. Wie lautet die Quest genau? Mein Gott. So. Sichere die Waffenkammer von Fort Strong. Also scheint es hier irgendwo noch Supermutanten zu geben, die wir nicht entdeckt haben. Hier ist noch eine Einsteigertür. Vielleicht hängt das zusammen. Cool. Machen wir auf. Dich kann man einfach nicht aussperren. Okay, Piper hat das mal wieder gefallen, der verliebten alten Dame. Was haben wir hier? Ein Meister-Safe. Ich bin froh, dass wir den Meister-Skill schon haben. Meister könnte zwar ein paar Haarklammern kosten, aber das ist ja halb so wild. Aber ich finde hier kein bisschen den Anschlag. Überhaupt nicht. Okay, hier geht's noch ein klein bisschen mehr. Ah, oh Mann. So, hier nicht, hier nicht, so nicht. So, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Oh, schon wieder zu viel, ey. Boah, jetzt wird's aber hier. Jetzt aber langsam peinlich hier. So, und jetzt direkt auf Anhieb. Schön. Ja, und dann, das meine ich ja. Hier, dafür haust du dir mal eben sechs Klammern um Ohren, um dann sowas hier zu finden. Kriege ich die Krise. So, Schlüssel zu Fort Strong, Netzrelaispule nehmen wir mit. General Brooks Terminal könnte ja tatsächlich mal interessant sein. Fort Strong, unbefugt ist der Zutritt verboten. Wir schauen mal, heute ist das Kommando. Ja, Militärberichte. Wer es lesen möchte, ich lasse es einmal hier kurz aufleuchten, dann könnt ihr es, wenn ihr wollt. Ah, lese ich da irgendwas von Powerrüstung? Okay, wir lesen es doch. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo was Verstecktes. Wir nehmen uns jetzt mal die Zeit und lesen das durch. Also, das ist der Eintrag vom Juni 2075. Der hat wohl für jeden Monat einen Bericht angefertigt. Wir fangen im Juni an. Heute ist das Kommando von Fort Strong auf mich übergegangen. Ich freue mich schon, der US Army beim Testen ihrer experimentellen Waffensysteme in unserer Anlage behilflich zu sein. Die Männer haben auf meinen Befehl hin die Insel bereits für die Tests vorbereitet, die alte Kaserne abgerissen und eine simulierte Stadt errichtet. Da wir den Feind an einer urbanen Front bekämpfen werden, ist es meiner Meinung nach am besten, diese Waffen an zivilen Gebäuden zu testen. Gut, nächster Eintrag, September. Wir haben eine neue Lieferung T51B Powerrüstung getestet, die von den Technikern der Army gerade fertiggestellt worden sind. Ich bin von dem umfassenden Schutz beeindruckt, den sie unseren Soldaten bieten, während sie ihnen gleichzeitig große Mobilität ermöglichen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass den Soldaten das Springen in diesen Dingern immer noch schwerfällt. Wegen des Gewichts des Anzugs fallen sie bei harten Landungen häufiger um. Die Jungs von der Wartung haben sich das mal angesehen und sie schlagen vor, ein Gyroskop und Stoßdämpfer in den unteren Torso einzubauen. Ich werde dies nach oben weitergeben und sehen, ob ich Washington dazu bringen kann, die Extrakosten für die Modifizierung auszugeben. So, Februar 76. Die Situation im Ausland spitzt sich zu, deshalb hat Washington uns angewiesen, die Projektlaufzeit zu halbieren. Ich habe sie auf die dadurch entstehenden Gefahren hingewiesen, doch wir scheinen keine große Wahl zu haben. Ich habe mich entschlossen, meine Mitarbeiter in Team Alpha und Team Bravo aufzuteilen, sodass wir an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten können. Dadurch arbeiten zwar weniger Leute an einem Projekt, aber ich bin überzeugt, dass wir den neuen Zeitplan trotzdem einhalten können. Ich werde Team Alpha an der Powerrüstung und Team Bravo an den neuen M42 Fatman-Werfern arbeiten lassen. M42 Fatman-Werfer, hört sich gut an. Juni
Team Alpha hat gerade den ersten Schwung T-51B-Anzüge an die Front nach China geliefert. Den Berichten nach zeigen die Anzüge eine bessere Leistung als erwartet und fressen sich durch feindliche Panzer und Rüstungen, als ob es Papier wäre. Angeblich ergeben sich einige feindliche Truppen sogar, wenn sie die Power-Rüstungstruppen mit ihren 5mm Miniguns auch nur sehen. Sieht ganz so aus, als hätte sich Team Alpha eine Ausgangserlaubnis fürs Wochenende in Boston verdient. Dezember. Team Bravo hat gerade damit zu kämpfen, dass das abgefeuerte Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Das Problem liegt darin, dass der Gefechtskopf nach wie vor zu schwer ist, um die erforderliche Distanz zurückzulegen. Unsere simulierten Soldaten bekommen immer noch zu viel Strahlung ab und erleiden Verbrennungen durch die Explosion. Einer der Techniker hat den radikalen Vorschlag gemacht, eine kleinere Sprengladung zu verwenden, um das Geschoss schneller aus dem Werfer zu katapultieren. Seine Berechnungen klingen vernünftig, also werde ich es ihn versuchen lassen. Okay. Und September 77, nach einigen Rückschlägen und dem Verlust eines Testtrupps, haben wir die Feuervorrichtung des M42-Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen, doch für eine so wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Wir haben die Werfer zum Lager in Mississippi geschickt und warten nur noch auf den Befehl, die Gefechtsköpfe dorthin zu verschiffen, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich sind wir diese Atomraketen noch vor Ende des Monats los. Ich fühle mich nicht wohl, nur wenige Meter über einer Menge an Atombomben zu schlafen, die die gesamte Insel ausradieren könnten. Wozu du wohl gut bist? Hat jetzt nichts Weltbewegendes an Informationen gebracht, aber ja. Ein Einsatzheft für verdeckte Einsätze da. Schon mal, und wir wissen zumindest, hier liegt eine Mini-Atombombe rum, und wir wissen zumindest schon einmal jetzt, wie hier diese ganze Kiste passiert ist. Nämlich, die Leute haben hier an Fatman-Werfern herum experimentiert und haben hier eine künstliche Stadt aufgezogen. Ja, und die ganzen Jungs, die wir hier sehen, da sind wahrscheinlich alles ehemalige Soldaten dieser Einrichtung, die von der erhöhten Strahlung der Tests getroffen wurden und so dann höchstwahrscheinlich zu dem geworden sind, was sie jetzt eben waren. Denn zumindest auf dieser Ebene ist ja keiner mehr übrig und draußen schon erst recht nicht. Tja, das ist immer ganz schön in Fallout, dass man hinter diese ja, sowieso schon hervorragende Fassade des Spiels, wenn man sich anguckt, wie die Geschichten dann noch erzählt werden. Das macht schon Spaß, da dann auch mal so einen längeren Text zu lesen, weil man jetzt einfach weiß, okay, so ist das hier tatsächlich passiert. Man kriegt hier nicht nur eine schöne Insel mit einer schönen Quest und vielen Gegnern, sondern man kriegt tatsächlich auch noch erklärt, wie sind diese Gegner hier überhaupt zustande gekommen, warum existieren die und. Also finde ich eine ganz schöne Sache. So. Gut, hier gibt es scheinbar weitere Supermutanten. Wir gucken mal, ob wir vielleicht wenigstens den Mutantenhund da ausschalten können, ohne dass der uns bemerkt. Wenn wir da einen kritischen Treffer landen könnten, wäre das ja schon mal was. Und ich dachte, die Aufzüge in Diamond City wären modern. Ja, was du so denkst. Hör auf zu denken, Pfeiffer, das liegt dir nicht so gut. So, den Hund haben wir tatsächlich One-Hit weggeballert. Oh, und da ist ein Supermutant. Jetzt ist er weggegangen. Aber da steht noch ein Hund. Ich dich. Oh, hey, wieso treffen wir den nicht? Was. So, wir rüsten auf Kampfgewehr und jetzt erledigen wir hier alles im aggressiven Modus. Also schleichen in Fallout irgendwie, das war ich, das, ich kann es nicht, ich weiß auch nicht. Das habe ich aber auch noch nie. Ich meine, ich habe jetzt nicht. Boah, Alter, was ist mit dir? Ich habe es jetzt nicht geskillt oder so, aber trotzdem. Wir werden doch, egal wann wir es versuchen, wir werden zu 99% immer
entdeckt. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch mache. So, der hat da zum Beispiel einen Raketenwerfer, die direkt so. Boah, davon wollen wir den mal direkt überzeugen, dass das keine gute Idee ist, uns hier mit einem Raketenwerfer zu beschießen. Ja. So, Mutantenhundefleisch nehmen wir. Nehmen wir. Ja, wir müssen eben warten, bis sich hier unsere Verkrüppelung wieder gelegt hat. Obwohl, wir können auch mal ein Stimpack eben nehmen hier. Blutpakete wiegen zu wenig. Das bringt nichts, die zu nehmen. Gegrillte Red Kakerlake, Fleisch von Mischling. Ja, gegrillte Red Kakerlake ist in Ordnung. Gekochtes Meierlurk-Fleisch wäre vom knusprige Eichhörnchen ein bisschen. Ja, Köterkeulen habe ich dann eigentlich ganz gerne. Die wiegen auch relativ viel und geben ganz gute Gesundheit zurück. Sind also auch Alternativen zum klassischen Stimpack. Mittlerweile muss ich sagen, hat meine Faulheit oder meine Weigerung der Stimpack-Einnahme gar nicht mehr was mit Sparsamkeit zu tun, denn ja, wir haben mittlerweile echt mehr Stimpacks, als wir brauchen können, aber es steht relativ weit unten in der... Wieso kann ich nicht richtig zielen? Es steht relativ... Ich bin ja komplett verkrüppelt, ey. Was ist das denn? Es steht relativ weit unten und das ist halt langes Gescrolle für so ein blödes Stimpack. Da nehmen wir lieber Sachen, die weiter oben sind. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch Kronkorken. Nehmen wir dann Supermutant. Zack, zack. Zack. Ein paar Raketen noch mit. Ja, es reicht doch jetzt. Okay, so. Jetzt können wir wieder laufen. Was haben wir hier? Psycho. Ein bisschen Psycho. Hier haben wir zum Beispiel ein technisches Dokument. Das nehmen wir mal mit. Für unseren Proctor. Da auf der Pridvin. Dem können wir das gut andrehen. Der freut sich. Drei H-Klammern können wir brauchen. Wir haben einige einbüßen müssen beim Versuch, den Meister-Safe zu knacken. So, dagegen ist das Einsteiger ja nix. Und man sieht, hier ist deutlich mehr drin als beispielsweise in dem in dem Meister-Safe. So unfair kann sein. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Gut, wir vergewissern uns, dass wir hier tatsächlich alles haben. Und jetzt müssen wir zurück an die Oberfläche und müssen mit Paladin Dance sprechen. Der hat dann weitere Instruktionen für uns. Hier sind wir auch schon gewesen, allerdings hätte ich dieses Weatherway beinahe vergessen. Da hätte ich mich drüber geärgert, spätestens beim Rendern, denn da gucke ich mir das alles nochmal an, was für Sachen ich da vergessen habe. Ja, und über das Weatherway hätte ich mich geärgert. So, Paladin Dance, ja, du kommst ja sehr frühzeitig, Dance, muss ich sagen. Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Tja, wir befolgen nur unsere Befehle. Ich habe nur getan, was Ältester Maxon verlangt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Nun, es ist schön zu sehen, dass du dich nach Art der Bruderschaft um sie gekümmert hast. Nicht, dass sie uns groß eine Wahl gelassen hätten. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Ja, es ist alles gut. Muss dir nicht leid tun. Alles okay. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast mich daran erinnert, wieso ich das alles mache. Danke, Bruder. Es tut gut zu wissen, dass du dir meinen Rat zu Herzen nimmst. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridvin zurückkehren und mit Maxon sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Tja, wahrscheinlich möchte er das. Sprich mit Ältester Maxon, dafür müssen wir erstmal zur Pridvin, während sich Paladin Dance hier mal eben ein bisschen hoch teleportiert hat. Ja, weg vom Kampfgewehr. Wir gehen wieder auf unsere 10mm Pistole. Die
meisten unserer feindlichen Viecher hier sind ja besiegt worden. Und deswegen können wir guten Gewissens mit der 10mm Pistole hier wieder rumrennen. Nehmen wir nochmal einen Aluminiumkanister mit. Bei wie viel Gewicht stehen wir? 2,99 ist okay. So, alles klar. Wo geht's hier nach draußen? Hier haben wir mal gerade eben eine Waffe durch die Gegend getreten, wie wir das gemacht haben. I don't know. Aber wir haben es gemacht. So, hier ist falsch. Hier ist richtig. Gut, zack. Hoffentlich ist jetzt unser Vertibird da und wir müssen nicht zurückschwimmen oder irgendwie so. Das wird mich abfacken, aber Paladin Dance muss ja irgendwie hier hingekommen sein. Und ich glaube kaum, dass der mit seiner Power-Rüstung geschwommen ist. Das haben wir ja einmal versucht und ja, wie uns aufgefallen ist, hat das nicht besonders gut funktioniert. So, da ist die Pridwin, unweit von uns. Aber ich sehe keinen Vertibird, wenn ich ehrlich bin. Die wollen mir doch jetzt echt nicht erzählen, dass ich hier jetzt tatsächlich zurückschwimmen muss, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Alter, ach so, ja, wir können eine Schnellreise machen. Wir sind auch bescheuert. Pridwin, schnell zum ausgewählten Zielort. Ja, Siggi. Ja, Siggi, das beantwortet zwar nicht meine Frage, wie Paladin Dance da hingekommen ist, aber wahrscheinlich haben die nur abgesetzt und sind dann wieder weggeflogen. Und der sichert da jetzt wahrscheinlich die Fatman-Sprengköpfe. Wichtig ist auch, wir haben unsere neue Power-Rüstung. Da müssen wir daran denken, wenn wir demnächst nochmal eine brauchen, können wir uns die hier von der Pridwin jederzeit holen. Also zumindest so lange, wie wir die stählerne Bruderschaft nicht verraten sollten. Ja, und in dieser Phase des Spiels geht eigentlich nur der Verrat, nur dann, wenn wir hier auf der Pridwin oder irgendwo auf dem Schlachtfest ein Massaker starten würden gegen Anhänger der Bruderschaft, und das haben wir logischerweise das nicht vor. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Ja, normal. Ja, für die Bruderschaft. Wir tun uns mal hier schön. Es war eine Ehre, für die Bruderschaft die zu kämpfen. Seite es freut der mich, dass Bruderschaft. Sie das so sehen, denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Diplomatie ist nicht daher so deine Stärke, Max. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Das ist sehr praktisch, denn das ist jetzt quasi das erweiterte Schnellreisesystem. Denn, ja, dieser Vertibird kann uns logischerweise auch an Stellen bringen, die wir noch nicht entdeckt haben. Also brauchen wir eigentlich jetzt gar keine langen Fußmärsche mehr machen. Also diese Bruderschaft hat schon Vorteile. Dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Ja, alles, was du brauchst, ich denke, das halten wir lieber so als Geheimjoker. Wir müssen denen ja nicht alles erklären. Ja, wir fragen mal ganz unwissend, wo wir anfangen sollen. Wo fange ich an? Ich will, dass sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn sie einen Weg hineinfinden, melden sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter?
Keine Frage. Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. So, ja, das war's tatsächlich. Das war erstmal die Hauptmission der Bruderschaft. Wir können jetzt hier an Bord noch einige Nebenquests machen. Wir können an unserer Powerrüstung rumfummeln und. Das sind aber alles so Sachen, ja, die mit der Zeit irgendwie kommen. Wir sind jetzt Teil der Stählernen Bruderschaft. Wir können mit Hilfe der Stählernen Bruderschaft uns von A nach B fliegen lassen. Wir können mit Hilfe der Stählernen Bruderschaft, wir werden jetzt auch vermehrt sehen, dass sich die Stählernen Bruderschaft auch in Kämpfe in irgendwelchen abgelegenen Sumpfgebieten gegen Ghule oder gegen Supermutanten befindet. Also ja, das hatte für uns jetzt in dem jetzigen Zeitpunkt des Spiels eigentlich nur Vorteile, hier der Bruderschaft beizutreten. Wir haben ja tatsächlich auch sehen können, inwiefern die stählernde Bruderschaft oder welche Ziele die stählernde Bruderschaft verfolgt. Da muss man jeder für sich selber wissen, inwiefern man derselben Ansicht ist und inwiefern nicht. Hat sicherlich so seine Vor- und Nachteile, dieses Gedankengut der stählernden Bruderschaft. Ja, aber wir werden da im Laufe des Spiels noch mehr als genug zu rausfinden zu der stählernden Bruderschaft. Ich wollte hier erstmal diesen kleinen, diesen kleinen Einblick gewährleisten, damit man erstmal hier eine grobe Vorstellung davon hat, okay, das ist jetzt die stählerne Bruderschaft. Ich denke, das ist gelungen. Jeder dürfte jetzt eine ungefähre Vorstellung von der stählernen Bruderschaft haben, was die wollen, was die machen, wer die sind und. Und damit ist das Ganze ja erstmal schon mal geglückt. So, wir gucken mal auf unsere Karte, was wir hier noch machen können. Der Weg zur Freiheit noch nicht. Finde technische Dokumente. Sprich mit Bobby, sprich mit MacReady. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Untersucht das Museum der Hexerei. Erkunde das Combat Zone. Ja, so kleine Nebenquests hier, sonstiges, das könnten wir vielleicht noch machen. Dann stoppe die Überfälle. Good Warwick. Gefährliche Gedanken. Das hier ist tatsächlich die Hauptstory. Und ich denke, dass wir in der nächsten Folge mit der Hauptstory weitermachen werden. Jetzt, wo wir die stählerne Bruderschaft kennengelernt haben, können wir uns ja, so wie es auch verlangt wird von der stählernen Bruderschaft, darum kümmern, das Institut zu finden. Ich verabschiede mich hier an der Stelle erstmal von euch, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.